Das ist Peter Pfanner. Die Pfanners machen feinste Fruchtsäfte. Und das ist ein Bär. Peter Pfanner demonstriert gerade seinen neuen Drehverschluss. Absolut dicht. Da bleibt der Saft frisch und der Geschmack 100% in der Packung. Sehen Sie? Na gut, aber Fruchtsaft machen kann er. Der Pfanner. Und das seit 150 Jahren. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Familie Pfanner in Lauterach unweit des Bodensees. Das milde Klima hier ist ideal für einen Obstbau, der auf das natürliche Gleichgewicht Rücksicht nimmt. Im Zusammenwirken von Obstbauern und Fruchtsafthersteller wurde hier Know-how aufgebaut, das seinesgleichen sucht. Aus dem Obst und den Beeren werden feine, vitaminreiche Säfte gepresst. Pfanner-Produkte werden so bald in weitem Umkreis zum Markenbegriff. Das Obst und auch die Beeren stammen von ausgewählten Lieferanten in Europa. Denn nur aus besten Rohstoffen können beste Fruchtsäfte gepresst werden. Das gilt seit jeher. Heute zählt Pfanner zu den größten Fruchtsaftherstellern Europas. Ob auf Schiene oder Straße, heute ist das Ziel der Obstlieferanten das Pfanner Hauptwerk in Enns in Oberösterreich. Pfanner hat hier bei Linz in den 80er Jahren ein Werk errichtet und ständig auf modernem Niveau ausgebaut, um noch näher bei den Obstanbaugebieten zu sein. Denn zwischen Reife und Presse soll keine Zeit verstreichen. Das Kernobst wird vor dem Pressen sorgfältig gewaschen. Die Beeren werden frisch oder tiefgefroren angeliefert. Früher war das Pressen eine schwere körperliche Arbeit in feuchter Umgebung. Heute wird das Obst und der Luftabschluss schonend gemahlen und in riesigen Fruchtpressen sorgfältig entsaftet. Auf modernen Filtrationsanlagen werden die Fruchtsäfte ohne einen Zusatz von Filtrationshilfsmitteln geklärt. Die Rückstände aus der Obstverarbeitung, Trester genannt, werden großteils zu Apfelpektin weiterverarbeitet. Im Labor werden die frisch gepressten Säfte auf Qualität und Inhaltsstoffe geprüft. Denn zur Weiterverarbeitung gelangt nur, was den strengen Pfanner-Qualitätsrichtlinien entspricht. Das Wasser, das im Verarbeitungsprozess verwendet wird, gewinnt Pfanner aus eigenen Trinkwasserquellen. Sämtliche Leitungssysteme sind aus rostfreien Materialien. Pfanner setzt die notwendige Energie möglichst ökonomisch und effizient ein, um somit Rücksicht auf die Umwelt und die verfügbaren Ressourcen zu nehmen. Aus dem frisch gepressten und filtrierten Fruchtsaft wird in der ersten Weiterverarbeitungsstufe das Fruchtaroma hergestellt. Anschließend wird dem Saft unter Vakuum ein Großteil des Wassers entzogen und es entsteht ein lagerfähiges Fruchtsaftkonzentrat, welches bis zur Füllung in gekühlten Tanklagerräumen aufbewahrt wird. Pfanner verwendet diese Fruchtsaftkonzentrate großteils für die eigene Produktion. Zitrusfrüchte, tropische Früchte und Kernobst werden in den Ursprungsländern nach den von Pfanner vorgeschriebenen Spezifikationen hergestellt und kommen zum Teil als Konzentrat, aber auch als reiner Saft oder als Fruchtpüree tiefgefroren oder gekühlt in die Produktionswerke. Sämtliche Rohwaren werden von der Qualitätssicherung ab dem Wareneingang kontrolliert. Die Chargenrückverfolgung von der Frucht bis zum fertigen Produkt wird dadurch gewährleistet. Dies gilt natürlich auch für den Tee, der zu Eistee verarbeitet wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern betreibt Pfanner eine eigene Teeküche. Das heißt, alle Eistees werden aus frisch aufgebrühtem Tee und reinem Fruchtsaft hergestellt. Die Fruchtsaftkonzentrate werden kurz vor der Abfüllung mit Trinkwasser und den fruchteigenen Aromen auf ursprüngliche Saftstärke rückverdünnt. Früher wurde jede einzelne Flasche mühsam händisch abgefüllt. Jedes Gebinde musste oftmals in die Hand genommen werden, ehe es seinen Weg zum Konsumenten fand.
Heute produziert Pfanner hochwertige Verpackungen mit modernsten Abfülltechnologien. Pfanner ist vorrangig der Spezialist für Giebelverpackungen mit Schraubverschluss. In der 2-Liter-Verpackung mit Schraubverschluss ist Pfanner europaweit Marktführer. Die Abfüllung der Fruchtsäfte, wie auch die Verarbeitung der Fruchtsäfte, erfolgt auf aseptischen Anlagen. Die Produkte werden auf schonende Weise pasteurisiert, denn für jede einzelne Verpackung gilt, dass sie Fruchtsaft bester Qualität beinhaltet. Egal welche Form die Verpackung hat, Pfanner unterhält ein breites Fruchtsaftsortiment in großer Gebindevielfalt. Auf Pfanner-Fruchtsäfte soll man nie und nirgends verzichten müssen. Schließlich handelt es sich um gesunde und genussvolle Getränke. Pro Tag werden mittlerweile über 2 Millionen Liter Pfanner-Fruchtsäfte oder Eistees ausgeliefert. Im Jahr 2003 wurde eine neue Hochleistungs-PET-Abfüllanlage mit eigener Flaschenproduktion installiert. Die Abfüllung erfolgt unter aseptischen Bedingungen und es werden bis zu 400.000 PET-Flaschen pro Tag produziert. Sämtliche Prozesse in der Produktion werden von der Qualitätssicherung auf hohem Niveau sowohl mikrobiologisch als auch hygienisch kontrolliert. Mit einer EDV-unterstützten Produktionsplanung ist es möglich, dass innerhalb von 48 Stunden sämtliche Pfannerprodukte hergestellt werden können. Durch diese Flexibilität wird gewährleistet, dass der Konsument stets frische, hochwertige Fruchtsäfte und Eistees genießen kann. Eigens für die Lagerung und optimale Versandabwicklung der Pfanner Markenartikel wurde am Standort Enz ein leistungsfähiges Hochregallager errichtet. 12.000 Palettenplätze, das entspricht 400 kompletten LKW-Ladungen, stehen zur Verfügung. Durch die Palettenauszeichnung wird sowohl das Prinzip von First In, First Out als auch die Chargenrückverfolgung der Produkte gewährleistet. In den Sommermonaten erreicht Pfanner im Hochregallager eine Umschlagshäufigkeit von 5 Tagen. Bei der Auslieferung, ob per LKW oder per Bahn, gilt die Prämisse, den Kunden möglichst schnell und termingerecht zu beliefern. Denn der Kunde ist König. Zunehmend an Bedeutung gewinnt dabei der Donauhafen von Enz, vor allem was die Bedienung der Märkte in Ost- und Südosteuropa anbelangt. Denn Pfanner Fruchtsäfte sind begehrt in über 65 Ländern der Welt. Und jährlich werden es mehr, denn Fruchtsaft machen kann er, der Pfanner.